Spielen. Ja. Was ist das denn? Ich habe jetzt hier so ein Launcher-Menü. Downloadbare. Ach, es gibt DLCs. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die mir geholt habe. Hast du nicht? Hab ich nicht. Ich habe nur das Grundspiel, ne? Hm? Optionen. Ich muss mich einloggen? Musst du nicht, du kannst auch spielen. Ich meine auch. So, ich sag mal eben ganz kurz: Spieleinstellungen. Erstmal. To toll. Toll. Spieleinstellungen. Spielen. Vollbild im Fenster. Das war's. Ja. Toll. Legal. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das legal ist. Es ist legal. Nein, da steht wahrscheinlich für Legal oder ich ja irgendwie so. Support. Log. Ja. Ja. Spielen. Ich. Ja. Ja. Ich drück jetzt, warte. Ja. Ach, das Bild. So viel zum Thema Vorbild. Vorbild. Vollbild. Na? Nein, ich sehe dich. Hallo? Ich sehe. Hallo? Hallo, das ist viel Spaß. Nein, das Spiel hat keine Bugs. Unity. Das sagt mir was. Zur Helligkeit. Warum ist die Taskbar noch da? Was ist das für eine Maus? Das ist so. So, voll. Ne? Kannst du drehen, wenn du dunkler oder heller haben willst. Damit Ja, du. eigentlich muss man ja ein Horrorspiel dunkel spielen, ne? Eigentlich. Eigentlich. Ich Ja. mache immer auch komplett hell. Echt? Ja. Nee, es ist ja Muschi-Taktik. Ich nehme hier die goldene Mitte. Man erkennt noch was, aber ja. So. So, die goldene Mitte. Man sieht nur leider gerade nicht. Das ist voll doof. Ja, aber ich kann es auch nicht im Vollbild. Das ist ein bisschen doof. Das Spiel ist überhaupt nicht laut. So, ich mache das erstmal so. Damit man überhaupt etwas sieht. Aber das mit der Taskbar ist Man sieht doof. hier fast gar Ja, nichts. das liegt aber am Monitor. Das liegt am Monitor. Es ist so. Weil alle auch so einen coolen Monitor haben wie du. Deswegen sehen die natürlich genauso viel wie du. Ja, beim Handy kann man ja alles heller drehen und alles. Deswegen, das Achso, geht schon. okay. Wähle ein Profil zum Laden oder wähle ein neues Spiel, um deinen Fortschritt dort zu speichern. 3 für 3 Endings. Ey, ich mache aber nur eins, ne? Ich weiß. Spielt das eine Rolle, ob ich. Nein, Ob ich. nein, nein, nein. Es spielt nur eine Rolle, was du machst und was du nicht machst. Du darfst halt selbst entscheiden, wo du Das hört sich hingehst. an wie in einer komplizierten Beziehung. Nein, eigentlich nicht. Oh. Ich darf. Oh. Lukas? Let's play? Ich kann meinen Apostroph nicht machen. Aha. Los. Stellt er jetzt mich da? Nein, also doch. Was? Die Tastatur ist umgefallen. So, warte, ich muss die. So. Aber ich hab Angst. Das merken die Leute. Müssen schon In aufnehmen. den Laden. Ah. Ja, erstmal auf Play Einstellungen. drücken. Layers of Fear ist ein einzigartiges Spielerlebnis, bei dem jede Entscheidung die Geschichte beeinflusst. Ah, okay, das sowas kenne ich. Wie im richtigen Leben sind es die geöffneten Türen, die mitgenommenen Erinnerungen, die erforschten Schatten, die dich definieren. Es mag unser Spiel sein, aber es ist deine Reise. Oh, das ist schön gesagt. So, Einstellungen, Sound. Bisschen leiser. Hä? Ah, man muss auf Übernehmen gehen. Ja, ein bisschen lauter darf ruhig sein. Effekte dazu gehören Lauter, wahrscheinlich auch ganz Jump. laut, ganz laut, Nein. ganz laut. Doch. Lena. Dann musst du die Namen schon hören. Unter die. Ja. Aber ich will mal halt.
Untertitel mache ich mal an. Ja, das wäre gut. Jetzt ist die Musik gerade so an sich leise, weil der Track gerade nicht so laut ist. So. So. Grafik. Qualität. Hoch. Vollbild. Ja, hätte ich ganz gerne, wenn es geht. Wenn ich das jetzt ausmache. Sogar das sieht besser aus. Ich müsste es so spielen. Vollbild? Ja, jetzt mache ich Vollbild. Ja! Ah, guck mal an. Okay, okay, okay. Ja, das kann ich in der Nachbearbeitung alles irgendwie, das kriege ich hin. Mache ich mir halt mal ein bisschen mehr Arbeit für euch. Wir haben das noch gar nicht. Können wir bitte mal eben ganz kurz erklären, warum ich mir das hier heute antue? Das haben wir doch in einem anderen Video geklärt. Ja, ja. Das haben wir währenddessen noch gemacht. Ja, ja, das habe ich doch alles geschnitten und alles bearbeitet. Die Lena hatte gestern Geburtstag, also heute am Tag der Aufnahme, wenn dieses Video kommt. Ja, weiß ich nicht, wann kommt dieses Video? Also es erscheint auf jeden Fall auf dem Let's Play-Kanal. Irgendwann. Hallo, ihr befindet euch gerade auf dem Let's Play-Kanal. Ich wusste nicht, ob ihr das wisst. Layers of Fear ist wieder gerade eben Stand ein besonderes Horrorspiel. Ja, also ich persönlich habe schon dreimal durchgespielt. Er noch gar nicht. Er hat aber wahrscheinlich schon ein bisschen gesehen, aber kann sich nicht dran erinnern. Oder? Weiß ich nicht, du meinst... Ich glaube, ich habe mal bei dir zugeguckt, als du es auf der PS4 gespielt hast. Oder das. Und ja, und einerseits habe ich auch in die PlayStation-Version gespielt und das macht eigentlich keinen Unterschied. Aber, okay. Ja. Ja, zurück zu. Hier steht nur zurück zu. Ja. Aktuelle GPU. Schön, dass das Spiel weiß, was für eine Grafikkarte ich habe. Das ist toll. Wie komme ich denn zurück? Gameplay. Es gibt deutsche Synchro? Ja. Synchro nicht. Alter, ich hab grad... Oh, da doch. Ja. Ich hab grad was anderes gelesen. Okay. Egal. Was ist denn Headbob? Weiß ich nicht. Fadenkreuz. Blickfeld. Achso, das ist hier... Ja, das lasse ich so. Das lasse ich so. Ich weiß, was damit gemeint ist. Mitwirkende. Nee, das gucken wir uns am Ende an. Ja. Damit ich mich über die Leute aufregen kann. Wenn das überhaupt zu Ende spielt. Ach doch, das habe ich eigentlich schon vor. DLCs, was gibt's denn? Ui. Ja, einmal dieses Ding hier, was 5 Euro. Cat Quest 2. Ah, ist ein toller DLC. Das ist Werbung. Ach nee. Nee. Ja. Ach nee. Ah. Neues Spiel. Ja. Ich habe auch nur dezent Angst. Alles gut. Mach mal. Testweise bitte die Softbox aus. Ohne sie umzuschmeißen. Einfach mal nur so, wie das aussieht. Nee, du musst anmachen. Mach an, ist okay. Vielleicht schaffe ich es irgendwie, die Cam im Nachhinein. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you. There is still a way. A way to bring it all back. Ich dachte, es gibt deutsche Synchro. Ich liebe deutsche Synchro. One precious thing you ever truly desired. Finish it. Ich verstehe jetzt schon nur die Hälfte, ne? Weil ich habe halt keinen. Ich weiß, der erzählt mir gerade Dinge und ich weiß nicht, damit anzufangen. So, das und dann ist normal. Vergisst man. Ja, und dann vergisst man halt Dinge. Deswegen hast du... Oh, das ist aber grafisch. Oh. Ich wette, auf der PS4 sieht das nicht so geil aus. Ich weiß es nicht. Ich glaub, nicht... Was? Ich kannst kann leider nicht reinzoomen. Doch, kannst du irgendwie. Echt? Nein. Ich weiß es nicht. Da. Ich weiß es nicht. Du kannst auf jeden Fall reinzoomen. Kann ich? Gänse. Steuerung. Ah ja. Ja. Empfindlichkeit, Maus, das passt so. Okay, dann nicht. Beschleunigen. Tastenbelegung, statt. Ja, WASD, benutzen. Zoom-Kamera, RMT. Rechte Maustaste. Ich mach mal benutzen mit E, oder kann ich auch benutzen mit... Ach, linke, da steht für linke Maust, Zoom, rechte Kamera, okay, schnell gehen, Shift links. Ach so, das ist mit links gemeint, okay.
Also mit. Ja, pisst ja! Ich war. Das hat Gronkh auch schon bemerkt. Erik sieht ja auch alles. So, warte, und mit Shift kann ich. Kann ich ja schneller rennen und ich bin fett. Dann kannst du nicht durch. Tisch! Tisch! Es wird auch angezeigt, wenn du was hochheben kannst oder irgendwie sowas. Ja, ja, so wie hier, ne? Genau. Oh Gott, das ist schon. Das ist schon gruselig. Ich weiß. Vor allem, ich musste die Maus halt wirklich so ein Stück nach links ziehen, wie als würde ich. Ja. Oh. Das war auch ein. Aber cool, das ist cool. Ich hoffe, das Gamma ist nicht zu hell. Für unsere Verhältnisse. In der Aufnahme ist am Ende wieder alles dunkler. Oha. Alter, wenn der Regen mal so in Minecraft aussehen würde. Oder in irgendeinem anderen Spiel. So. Jetzt kannst du dich umschauen, ein bisschen vertraut machen mit der Steuerung und so weiter. Kann ich mich hier einfach umbringen, indem ich mich hier reinlege und das Feuer anzünde? Nein. Ich hoffe, die Cam ist nicht zu hell. Kannst du die wenigstens dunkler machen? Im Nachhinein kann ich das ja. Ja, okay. Wenn das dann geht's Aufnahme. Ja. Okay, das finde ich jetzt grafisch nicht so geil gelöst hier mit den Tellern, aber gut. Ich bin Spielekritiker, ich darf das. Also nein, bin ich nicht, aber ich äußere meine Kritik. Krasse Detailarbeit. So, was haben wir hier? Kannst ja, anklicken. Ich, ja. Ja. Ach, guck das an. Du kannst es, glaube ich, auch drehen. Nein, noch nicht. Nein. Ja, dann nicht. Okay. Oh Gott. Das ist das schon schlimm? Ich habe Rechtsklick, ich habe nur Rechtsklick gedrückt. Oh Gott, ey, ich bin jetzt schon am. Oh. Das ist, also ich muss zwischendurch. Oh Gott, mein Glas ist kalt. Ja, es ist draußen heiß. Du musst viel trinken. Happy Birthday. Happy Birthday. Sind Gelatine drin? Na, Nunana. Achso, aber die sagt dazu nichts. Ich hatte mir jetzt so eine Bildbeschreibung oder so erhofft, wie bei Tomb Raider. Nö. Du bist auch ein Er. Ich bin ein Er. Du bist ein Er. Ich bin ein Er. Ich dachte, ich wäre sie. Nein. Echt? Ich bin ein Er. Ach, krass. Du bist ein Er. Sieht man diesen Er irgendwann mal? Im Spiegel, ne? Nein. Obwohl, doch, irgendwo, ja, nein. Das heißt, an sich steuere ich quasi nur eine fliegende Kamera. So rein technisch gesehen. Also du siehst dich, glaube ich, schon. Ich weiß es nicht so genau. Also je nachdem, okay, wo du hingehst, nicht okay hingehst. Ja, ich weiß es nicht. Oh, ich kann die mit der Maus. Ah. Das Wasser? Ich weiß es nicht. Ja, anscheinend. Okay. Irgendwas, ich höre es ja plätschern. Ja. Oder ist das draußen der Regen? Nein. Das ist realistisches Wasser, ja. Ja, ja. Mhm. Du kannst es auch ausstellen, wenn du willst. Ah, von hier kommt das. Nein. Also ganz ehrlich, wenn ich hier zu Hause den Klodeckel so zumache, ja, dann gibt's ein ordentliches Klingen. Also vom Geräusch her. Ach so, ich kann. Wie bei SpongeBob. Ja, warum ist hier alles? Warum? Ja. Weiß ich nicht. Das ist ja kein normales Wasser. Das sind das Scherben? Könnte es sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Irgendwie kannst du es auch gerne. Spacebar. Genau, damit du es. Ja, Spacebar. Ach so, ja, Und dann,
Ach, dann übersetzt er das. Genau. Das kenne ich von Uncharted. Uncharted vor allem, mit gerolltem R. Fahr Achilles Prothesen. Also, ist das eine Krankheit oder? Ich weiß es nicht. Einmal unter Knieprothese. Wie zum Teufel konnten die bloß die Länge versauen? Ah. Also, mir sagt das mehr als dir, ne? Also, das ist. Knieprothese. Ja, ja, das ist, wie sagt man, so eine Diagnose vom Arzt, vom Krankenhaus. Dass eine Knieprothese braucht. Ach, ein neues Knie. Viele kriegen ja eine neue Hüfte oder... Ja, oder, genau. So, ah, okay. Und drunter hat er halt geschrieben, wie können die Länge versauen. Warum die Länge? Länge des Beins, des Knies, keine Ahnung. Okay, das hatte das eine Bein länger als das andere. Anscheinend. Okay, das ist... Ja. Weißt du, woran mich das erinnert? Was denn? Du hast doch God of War gespielt, oder dein Papa hat's gespielt, ne? God of War 1, in der Wüste, mit den Medusas. Eigentlich mit den Medusas, mit diesen Geistern, die man finden muss. Sagt dir das noch was? Da musste man doch auch den Gesängen folgen. God of War 1, ich weiß, das ist lange her. Gott, das war ganz geil. Ich durfte nicht mal mitgucken, meistens. Weil es halt so brutal und pervers war. Und ich meine, ja, ja, Gott, aber eins ist tatsächlich pervers. Man kommt ja irgendwann in so einen Raum, wo man Brüste sieht. Und man darf es tatsächlich nicht auf YouTube und so zeigen. Das heißt, wenn du das Let's Plays, musst du das zensieren. Ja, ja. Ja, aber daran erinnert mich gerade diese Gesänge. Haben die irgendeine Bedeutung oder ist das einfach nur Spielmusik? Musik. Okay, okay. Einfach nur Musik. Ach, guck mal, ich kann alles aufmachen. Cool. Was ist das? Blutige Verwandt. Achso, Bandagen. Ja. Rattengift? Warum kann ich das jetzt zum Beispiel nicht übersetzen? Das hier hätte ich mir gerne auf Deutsch durchgelesen. Effective when used a beer, bait poison, water poison, shrinky poison, blablabla, alpha nephi, trea, 20%, intetins. Date muss setting color beat mit Walter geht dann nach 80%. Oh, ja, das kann ich auch nicht aussprechen. Lena. Ja. Hilfe. Von Anfang passiert. Ja, was soll das heißen? Dass du jetzt gerade nur das Prolog spielst. Prolog? Prolog? Prolog. 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 Das ist wie bei mir früher. Das als Kind, das Wort Zwillinge. Ich habe immer Zwillinge gesagt. Zwillinge. Ja. Ich sehe nichts. Ja, oh. Kannst du das Licht anschalten? Ach so. Boah, ich bin jetzt schon am Ölen. Alter. Was ist das denn? Oh, alle verfügt. Oh, meine Haare. Wie bei einer OP. Pinzette. Lappen. Ja. Operation. Ja, ja. Oh. So, das Ding könntest du, glaube ich, drehen. Ja. Ah. Okay. Oh. Ganz ehrlich. Ja. Ich kann solche Dinger nicht benutzen. Was? Weil die Maus, die da drin ist, oder die Ratte. Ja. Die musst du ja am Ende auch wieder wegtun. Und ganz ehrlich. Eine Maus tut niemandem was zuleide. Und eine Ratte auch nicht. Ich glaube, die fressen sich allerhöchstens durch die Klamotten. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Wo ist denn hier Licht? Da ist Licht. Das guckt nach unten. Ach du Scheiße. Tada! Deswegen hat es gerade so ein bisschen gemacht. Aber ich kann da durchlaufen. Ja. Warum nicht? Kannst du nicht auf eine Mäusefalle stehen? Nur wenn sie sich schon ausgelöst hat, glaube ich. Hat sie doch gerade. Ja, warum empfindet der jetzt hier keinen Schmerz? Ich würde schreien. Weil es nur sein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, ich freue mich da. Hier ist ja anscheinend nichts mehr. Oder doch? Ich weiß es nicht.
Muss ja nicht alles finden. Ich sag nur, das meiste, was du jetzt in den nächsten Kapitel finden wirst, das erklärt dir auch die Geschichte auf. Ja, ja, also umsehen macht Sinn. Also ja. In dem Sinne, ja. Ja. Was denn? Ja, es geht da nicht auf. Warum guckst du mich jetzt so an? Also ist das voll. Und der hier? Ist das sein Haus? Ich glaube schon. Also ja, eigentlich schon, ja. So. Ja, warum? Warum? Guck. Baseball. Ja, ich gucke. Mein Herr. Ich habe Ihre Werkstatt, wie gewünscht, nicht angerührt, wobei ich mir nicht vorstellen möchte, was für ein Chaos darin herrscht. Wenn Sie sich wirklich so sehr um den Zustand des Raumes sorgen, sollten Sie vielleicht besser darauf achten, wo Sie Ihre Schlüssel liegen lassen. Ich habe sie zurück in Ihr Büro gebracht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Have a nice day. Putzkraft. Ja. Also der hat den Schlüssel... in sein Büro. Das habe ich gar nicht geöffnet. Und den Schlüssel muss ich finden. Ja. Okay. Man kann sich aber auch umgucken. Oh, hier ist die Maus empfindlich. Beim Ziehen ist die Mausempfindlichkeit aber echt ein bisschen kacke. Manchmal. Also hier jetzt gerade. Ich gehe jetzt ab. Da will ich nicht runter. Jetzt will ich da runter. Boah, geil. Treppenstufanimation. Oh, ich glaube, hier dran erinnere ich mich. Oh Gott! Was ist denn das für ein Keller? Ein großer. Den will ich auch haben. Der Keller ist größer als mein Zimmer. Sind das Brüste? Nein. Jetzt erkannt? Ja. Aber es sind ja nur Puppen. Solange es keine Leichen sind. Gibt es hier noch einen Lichtschalter? Doch katastrophal. Alena. Ey, der erste Jumpscare wird mich so killen, ne? Ich weiß noch. Es gibt auch... Ja. Toll. Springen gibt's nicht. Natürlich nicht. Ach, der geht da drauf. Nein. Doch, der geht auf den Eimer. Gerade irgendwie. Guck da, der geht da drauf. Ja. Irgendwie so. Ach. Du merkst aber schon, dass du da eigentlich nicht hin solltest. Bedeutet, wenn du da, selbst wenn du da landest, du bist dann verbuggt. Ja, ja. Also, was sagt uns das? Lieber aufhören und einfach weiter gucken. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ja, gut, ich kann ja neu laden, ne? Zur Not. Weiß ich nicht. Wann speichert der automatisch? Keine Ahnung. Ja, eigentlich schon. Also, im PS4 hat er immer gespeichert und mich immer da gestartet, wo ich eigentlich aufgehört habe. Okay. Also in den Raum. Ich will nicht wissen, was das ist. Ich will es wirklich nicht wissen. Lena, was machst du mit mir? Nichts. Es ist auch bis jetzt nichts passiert. Schon wieder eine verschlossene Tür. Ja, klar. Kam ich nicht von da? Nee, ich kam nicht von hier. Du kommst nicht von hier, Dicker, ne? Ah, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Okay, ich... Im Keller. Hier unten. Hier unten kann ich aber anscheinend nichts holen, ne? Oh, vielleicht ein bisschen durchlesen. Achso, ich hab noch nicht hier... Mhm. Ach, guck mal. Wie detailgetreu das alles ist hier. Mhm. Ist schon krass. Ja, aber du kennst das Spiel ja. Kann ich hier unten jetzt noch irgendwas holen? Nein. Nee, dann gehe ich einmal wieder hoch, ne? Das heißt holen.
Schlüssel zum Beispiel? Ich weiß, der sagte. Der Schlüssel ist im Büro. Ja, was weiß ich, wo der sein Büro hat. Da unten sind Kinderpuppen im Keller. Oh, solche Bilder kann ich nicht haben. Alter, vor allem nicht solche Bilder. Ey, da könnte ich doch nachts nicht schlafen. Ja, dieses Bild wirst du doch oft sehen. Besonders Bilder. Er hat sie umgebracht. Würde ich behaupten. Weil so schläft keiner. Was ist das? Ein Mensch. Nein. Oh, das hier erinnert mich gerade so ein bisschen an Harry Potter. Und der Gefangene von Azkaban mit den ganzen Dementoren. So ein bisschen. Okay. Lena liest jetzt übrigens die Harry Potter Bücher, ne? Hast du die eigentlich mitgenommen aus der WG? Du musst die dir ja ausleihen, ne? Oder eine. Ich muss aber auch zugeben, ich finde auch, ich bin halt die PC-Steuerung nicht gewöhnt. Wenn ich jetzt im PC spielen würde, wäre ich auch total nervös. Also ich sag mal so, die Steuerung macht mich jetzt nicht nervös. Ja, du bist ja auch daran gewöhnt. Ich bin ja daran gewöhnt, meine Hände nah beieinander zu haben. Okay, ja und? Was macht das für einen Unterschied? Ich weiß nicht, macht das einen Unterschied? Ja, echt? Weil wenn du... Du spielst ja so gesehen breithändig. Ja, ja, und? Ich weiß nicht. Das ist was anderes schon, also, meinst so, du? Ja. Weil so ist irgendwie... Also wenn du einen Controller in der Hand hast, ist es irgendwie viel... beschützerischer. Also ja, okay. Ja, ich weiß, was du meinst, okay. Deswegen. Was soll mir das jetzt sagen? Du sollst jetzt nicht aufwecken. Das kenne ich aus dem Best-of. Warum liegt jetzt hier keiner? Warum sollte da jemand liegen? Das Haus ist ja mehr oder weniger... verlassen. Ja, aber er wohnt hier. Weiß ich nicht. Kann ich nicht genau sagen. Du hast das Spiel dreimal durchgespielt. Das war so klar, der Jumpscare. Okay, es ist kein Jumpscare. Weiß ich nicht. Ist es auch nicht. Es ist ein Scare. Ist aufgehört. Eine Demo nicht. Glaube ich. Weiß gar nicht. Ach so. Ah. Ist aber dickes Papier. Das ist halt halb abgefackelt, ne? Mhm. Halb verbrannt. Das heißt, hier muss es einen Brand gegeben haben oder so. Kann ja nicht sein, hier ist überall Holz. Das wäre ja alles mit abgefackelt. Und ich trödel da auch noch fröhlich vor mich hin. Alter, ich brauche Kaffee. Ja. Ich kenne ja die ganzen Scares. Ich hab Spaß. Ich will da nicht hin! Lena, ich will da nicht hin. Ah, der Schlüssel! Oha! Was? Schnauze. Hier, guck mal hier, diese Lichteffekte. Warte, wo war das denn gerade? Der Bildschirm hat so ein bisschen geschimmert. Das fand ich voll cool. So, warte, ich nehme erst den Schlüssel. I'm sorry, I'll make it up to you. Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich.
und mich. Das ist... zu etwas Besonderem machen. Du hast es versprochen. Warum ist jetzt hier ein Schlüssel? Weil du einen Schlüssel hast. Ach so, das ist allgemein. Rotkäppchen. Kannst du auf den Pfeil treten? Da blättert's ein bisschen. So ging das Märchen aber nicht. Sicher. Nicht so brutal. Sicher. Das ist nicht kinderfreundlich. So weiter. Ja, sicher. Stimmt, wenn du schon bei Blut sind, ne? Bestimmt, ja. Ja. Dear friend. Mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich, weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich diese Illustrationen malen zu lassen. Auch der guten alten Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf zeichnen könntest. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieser verrückte Zündstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hattest. Hast. Er friert die Hölle zu, als dass ich das benutze, und ich bereue es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar. Mein alter Kumpel Liam Brickstone. Brickstone. Verlagshaus geflüsterte Geschichte. Streichhölzer. Alter, das ist doch nicht normal. Da. Oh, das finde ich schön. Das mag ich. Oh, nein, ich bin am Ölen. Das ist, Ach. Ja, immerhin. Warum kann ich die nicht anmachen? Weil da keine Leine... Also, Ja. Also sind die nur Deko. Oder man nutzt den Lichtschalter. Hier ist ein Horrorspiel. Hier ist wahrscheinlich vieles nur Deko. Boah, solche Ecken, ne? Kann ich nicht ab. Das ist so typisch Horrorspiel. Ja. Ein Stuhl, eine Leselampe und so ein kleiner Kaffeetisch. Das ist so typisch Horrorspiel. Nein. Einfach nein. Ich hätte gern gewusst, was da in der Schatulle ist. True story. Behind the picture of Dorian Gray. What is true all along? All along. Kann ich nicht übersetzen. Habe ich ja gerade quasi. So. Wir sparen Strom. Ich hab doch einen Schlüssel. Ja, ich weiß, der ist hier unten. So, ich gehe jetzt aber erst. Vor allem, ich suche nach einem Lichtschalter und guck nach oben. Nein,
Das ist gerade irgendwo so ein Ball runtergerollt. Ja, ja. Das ist schon schlimm, findest. Ja, Mädchen-Kinderzimmer in einem Horrorspiel ist mit das Schlimmste. Vor allen Dingen, verlassenes Haus hin oder her. Warum nimmt man denn nicht mal die Möbel mit? Der Panda guckt noch süß. Wie kann die denn nachts schlafen? Weiß ich nicht. Oh, das finde ich süß. Das finde ich süß. Alles gut. Ja, ja, noch ist alles gut. Merkt man sich die... Was ist... Schade, ich dachte, das macht jetzt Geräusche. Was? Ich kann mich nicht ducken. Ich kann... Ja. Oh Gott, hör auf mit dem Scheiß. Warum gewittert das eigentlich immer in Horrorspielen? Warum? Du hast nie eins gespielt. Es ist aber... Und fast nie keins gesehen. So viel ich weiß. Trotzdem, das ist... Trotzdem, ich weiß Bescheid. Warum ist hier zu? Weil hier zu ist. Also in diesem Haus würde ich mich als Kind nicht wohlfühlen. Egal welche Zeit, egal welches Zeitalter. Hier würde ich mich einfach grundsätzlich nicht wohlfühlen. Habe ich die aufgemacht? Glaub nicht. Es tut mir leid wegen gestern. Du hattest recht. Ich habe überreagiert. Es ist nur so. Es geht nicht um mich. Es geht um sie. Alles, was ich mache, mache ich mit ihrem besten Interesse im Hinterkopf. Ich schätze, ich habe immer geglaubt, dass es in einer imperfekten Welt... Dass es in einer imperfekten Welt, achso, einen Wert hat, nach Perfektion zu sterben. Streben! Sterben. Nicht sterben, streben. Ach, jetzt fange ich an, wie mein Vater zu klingen. Ich werde noch an meinem Temperament arbeiten. Versprochen, wir werden später weiter. Wir reden später weiter. So. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ist er schwul? Jetzt habe ich Escape gedrückt. Ups. Nee, ich nehme mal an, wenn der hier wohnt und eine Tochter hat, dann hat der auch eine Frau. Wohl heißt ja nichts, ne? Kann ja adoptiert sein. Klar, Alk. Mhm. Alk. Nicht die Alkflaschen gesehen. Schubladen, die man zuschließt. Hier war ich drin. Ja. Ah, dieses Geräusch. Wenn ich da jetzt reingehe. Ja. Dann beginnt das Spiel. Na gut. Dann beginnt das Spiel. Ach, ich freue mich schon. Warum kann ich das nicht? Sowas ist doch nicht realistisch. Das passiert sehr oft in diesem Spiel.
Ja, aber warum ist das so in Horrorspielen? Also. Oh, Lena. Ja, alles gut. Alles gut. Hier passiert nichts. Das ist so gesehen, wenn ich ehrlich bin, der Hauptraum. Hauptraum? In diesem Spiel. Echt? Man befindet sich das ganze Spiel über in diesem Haus? Nein. Also, ich weiß es nicht. In diesem Haus, ja. Ja. Aber dieser Raum ist so gesehen der Safe Room. Okay.